Hey Freunde, was geht ab? Heute bin ich wieder da und ich habe dir versprochen, wir werden heute was bestellen und hier essen. Ja. Auf was hast du Appetit? Auf gute Sachen. Auf gute Sachen. Auf gute Sachen. Wir gucken mal ein bisschen im Internet rum. Ja. Okay, Freunde, wollen wir Platz nehmen? Ich gehe hier. Ja. Ja, wir nehmen erstmal Platz und dann gucken wir erstmal, was wir essen wollen, und dann machen wir uns einen schönen Abend hier zu Hause bei Lotti. Denn ich habe eine lange Zeit mit ihr nicht gegessen. Wir waren eine lange Zeit nicht essen. Och, 3 Wochen. Länger. Länger, nicht? Länger. Dann dachte ich mir, bevor wir das nächste Mal essen gehen, machen wir uns heute einen schönen Abend und Ja. essen was. Ne? So, was wollen wir essen? Spargel. Spargel und Schinken. Man kann auch leckere Sachen bestellen. Nee, aber schmeckt. Spargel und Schinken schmeckt. Okay. Und Spiegelei. Spiegelei ist gut. Ja, mit Butter. Okay. Wir gucken jetzt, was es so gibt, und das bestellen wir, okay? Ja. Okay. Alles gibt es. Alles gibt es. Auf Spargel. Mal gucken. 4 Stangen. 4 Stangen will ich haben. Wir gucken erstmal, was es gibt. Wir gucken erstmal. Oha! Okay, Freunde. Ich guck mal jetzt nach. Ja. Ich muss jetzt nachgucken. So. Das kann ein bisschen dauern. Ich habe jetzt was gefunden. Ich lese dir alles vor, du sagst ja oder nein. Okay? Ja. So, es gibt einmal Sushi. Was? Sushi. Sushi, was ist das? Kennst du nicht Sushi? Roher Fisch in Reis. Ach so. Schon mal gegessen? Nee. Willst du probieren? Na ja, probieren. Wollen wir Sushi essen? Ja. Ist das viel? Das sind so, ich zeig dir mal ein Bild. Das sind so kleine, kleine Portionen. Na ja, denn ja. Ja? Ja. Das war einfach. Das sieht so aus. Ach, sowas. Wollen wir Ah, bestellen? hab ich gesehen, ja schon. Ja. Wollen wir probieren? Ja. Okay. Dann bestellen wir Sushi. Ja. Let's go. So, Freunde. Ich habe jetzt die Telefonnummer und wir bestellen jetzt beim Sushi-Mann und dann werden wir Sushi essen. Ja, hallo, Hamid, mein Name. Ich würde gerne Sushi für uns bestellen, für 2 Personen. Was könnt ihr da empfehlen? Willst du mit Hähnchen, willst du Fleisch? Ja, einmal Sushi mit Fleisch bitte. Hähnchen und Rind. Rind auch? Ja, genau. Wie lange wird das denn dauern? Die sagen so 15 Minuten. Okay, super. Alles klar. Ja. Ja, entweder mit Karte oder halt PayPal, wie es möglich ist. Ja, ist kein Problem. Alles klar. Danke. Tschüss. Okay. In 15 Minuten ist das Dankeschön. da. Ja, Dankeschön. Ja. Danke. Ach, Lotti. Ich habe versprochen gehabt. Ja. Also, das wird spannend. Ich melde mich sonst, wenn das Essen da ist. In 15 Minuten. Also bis gleich. Hast du Spargel auch bestellt? Nee, Sushi. Ja. Das ist was ganz anderes. Ganz was Das anderes. ist, ich will jetzt. Fritze. Nee, das ist was anderes. Ich weiß. Asiatisch. Aha. Asiatisch. Ich, aha. Also kleine Häppchen. Aha. Fisch, Hähnchen. Aha. Ist im Reis ummantelt. Aha. Lass dich überraschen. Ja. Ich esse das mit Stäbchen, Aha. aber wenn du willst, du kannst mit Gabel essen. Ja, mit Stäbchen kann ich nicht. Ich zeig dir. Ja. Ich bin auch ein Amateur, ich kann auch nicht gut. Nee, nee. Nee, 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 Du bist nee. ja geboren in Deutschland.
Ja. Hast alles verloren. Wie alles verloren? Was denn? Na, Essen. Essen verloren? Zu Hause. Esst ihr nicht mehr? Mit meinen Eltern? Ja. Ich wohne jetzt alleine. Siehste. Ich wohne bei meinen Eltern schon lange nicht mehr. Bestimmt schon 7 Jahre. Schon lange. Dauert eine Stunde. Hättest du Spargel bestellt, das geht im Ruckzuck. Ja? Ja. Ja, Freunde, es sind jetzt 15 Minuten vergangen. Also die meinten auch eigentlich, dass die müssten gleich da sein. Ja. Die müssten gleich da sein. Die meinten auch, dass sie ungefähr eine Viertelstunde brauchen, 20 Minuten. In mir knurrt der Magen. Lotti hätte sich das Kind schneller gewünscht, aber was soll ich machen? Das Salz, ne? Salz, Pfeffer. Machst du schon alles bereit? Ja, müssen ja richtig gucken. Und dann wird gegessen. Ja, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich habe mit Lotti gesprochen. Sonntag machen wir Spargel. Wir machen Spargel, Freunde. Das wird mega. Dann zeigst du mir, wie das geht. Wir werden dann wieder am Herd sein. Das Schlimmste ist... Schälen? Schälen. Aha, Freunde, ich bin gleich wieder da. Wenn du so viel schälst, dann ist er weg. Okay. Freunde, es... Dann kannst du wegschmeißen. Ja, die sind da. Freunde, unser Sushi ist da. Ich werde jetzt die Kamera drehen. Und dann werden wir mal gucken, wie du die Sushis findest. So, Freunde, das hier ist die Sushi-Packung. Ich habe jetzt in Hamburg Infinity fein Sushi bestellt. So, Lotti. Ja? Komm mal mit. Oh. Ah! Egal, ist nicht schlimm. So, ist ein bisschen jetzt verschoben, aber macht nichts. So, Lotti, das ist Sushi. Aha. Aber Moment mal, ich zeig dir gleich, wie man das richtig isst. Was sagst du zum ersten Eindruck? Gut. 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 Bisschen verschoben, ist nicht schlimm, aber Freunde, ich muss sagen, das sieht mega aus. Das ist mit Rind. Ja. Soll ich dir helfen? Nee. So, ich habe gerade mir selber auch was gegönnt, Freunde. Aber schmeckt gut. Ja? Ja. Oha, das ist aber ein großer Biss. Jetzt habe ich eine Frage. Isst du gerne scharf? Ja. Schaut mal, du isst jetzt Sushi das erste Mal. Was sagst du geschmacklich? Gut. Gut. Ja, Freunde, wie machen wir es hier? Erstmal einen entspannten Abend. Wir essen erstmal hier weiter. Und ich würde mal sagen, wie ich das vorhin erwähnt habe, wird es demnächst auf jeden Fall ein Kochvideo mit mir und Lotti geben, wo wir Spargel machen werden. Mhm. Also darauf könnt ihr gespannt sein. Ich bin auf jeden Fall auch wieder happy, Freunde, mit Lotti hier wieder in der Küche zu stehen und was Leckeres zuzubereiten. Und das wird schön, Freunde. Also macht einen schönen Abend und wir sehen uns dann. Ciao. Da ist noch eine Überraschung drin. Was ist da drin? Nimm mal Platz. Ich habe ja das Beste vergessen. Ich wollte eigentlich das Video beenden, aber ich habe ja vergessen, wie mir auch Glückskekse bekommen. In der Tüte hat jeder von uns noch einen Glückskeks bekommen. Ah. So, willst du das haben? In dem Glückskeks ist eine Nachricht versteckt. Ah. Machst du so, guck mal. Aha. Soll ich lesen, was bei dir steht? Ja. Moment mal, ich ziehe das mal ab. Setzen Sie sich ein Ziel, Selbstvertrauen zeigt ihnen den Weg. Du musst immer Selbstvertrauen haben. Ja, ja. Aber hast du? Mhm, habe. Bei mir steht, nutze die Information, die du erhalten hast. Mhm. Okay, danke. Hiermit beenden wir jetzt das Video. Ihr habt eins verpasst, ich habe es nicht aufgenommen. Lotti hat Wasabi probiert. Das hier. Wie fandst du es? Will ich ja.
Wie fandest du's? Hässlich und grau. Und scharf. Und scharf. Oh, überscharf. Also, Lotti hat sich tatsächlich getraut, das hier zu probieren. Ich habe dich aber gewarnt. Ja, ja. Ich habe gesagt, nein, nein, mach das nicht. Es ist scharf. Ja. Du hast probiert. Probiert. Auf jeden Fall, ja. Hat Lotti dann reichlich Saft getrunken. Ja. Und jetzt bist du hellwach. Ja. Auf jeden Fall, genau. So, Freunde. Wir wünschen euch einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Video. Da wird dann Spargel gemacht. Ja. Ja, also Freunde, bis dann. Ciao. Da braucht man keine Angst haben, dass es brennt. Das stimmt.